Heute bei Shortcuts Top 10 die coolsten Filmdrogen, die es leider nicht gibt. Soll ich das leider, gehört es dazu oder nicht? Das musst du entscheiden. Ich bin verstanden. Das neue Jahr steht vor der Tür und deshalb machen wir heute eine Top 10 zum Thema Drogen. Fiktive Filmdrogen also, die die Welt definitiv zu einem, sagen wir mal, bunteren Ort gemacht hätten. Die coolsten Filmdrogen, die es leider nicht gibt. Auf der 10, Nuke, die Droge aus Robocop 2, mit der Kane seine Sektenanhänger gefügig macht. Auf der 9, Milk Plus aus Clockwork Orange, genau das Richtige für einen Abend voller Ultraviolence. Milk Plus, die Droge mit der Extraportion Calcium. Spürst du schon was? Nein. Schon Halbfett, oder? Halbfett Milk Plus. Auf der 8, der Inhaler aus Minority Report, der ab der Hälfte des Films nie wieder auftaucht und so gar keine Relevanz für die gesamte Geschichte hat. Wie die Droge wirkt? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, dann sagt's mir. Ich finde, das Ding schaut so aus, als hätte Tom Cruise einfach nur Asthma. Auf Platz Nummer 7, Citrate aus Repo, The Generic Opera. Auf der 6, Flüssiges Glück, gesehen in Harry Potter und der Halbblutprinz. Flüssiges Glück wird übrigens in Deutschland seit 1516 nach dem Reinheitsgebot gebraut und in München wird sogar eine gesamte fünfte Jahreszeit danach ausgerichtet. Ah, jetzt hat's Glück gemacht, ne? Auf der 5, Spice Melange, der Rohstoff des Wüstenplaneten Arrakis in Dune, der das ganze Universum am Laufen hält. Auf der 4, Johnny Depp und Benicio del Toro nehmen Adrenochrom in Fear and Loathing in Las Vegas. Es gibt tatsächlich eine Droge mit dem gleichen Namen, aber die Wirkung, die im Film dargestellt wird, ist natürlich stark übertrieben. So muss die Droge nicht aus der Nebenniere eines lebenden Menschen gewonnen werden und das echte Adrenochrom ist noch gar nicht mal verboten. Auf der 3, das Zeug, das aus dem schmächtigen Steve Rogers Captain America macht. Auf der 2, der Zaubertrank aus Asterix und Obelix. Warum ist der Zaubertrank besser als die Droge aus Captain America? Ganz einfach, weil sie den Kindern bereits den unverantwortlichsten Umgang mit Steroiden beibringt. So nach dem Motto, pfeif dir Drogen rein, hau anderen eine auf die Fresse und verteidige deine Hut. Und auf Platz Nummer 1 die Droge, die wir wirklich so alle gerne hätten. Die kleinen Pillen aus dem Film Limitless, die dich dazu beflügeln, alles besser als jeder andere zu können. Ein Traum, oder? Kleiner Nachteil bei diesen kleinen Pillen, bleibt die Droge aus, stirbst du. Aber zumindest haben wir in unserer Redaktion jetzt unsere Lieblings-Silvester-Drogen gefunden, die es überhaupt nicht gibt. Wenn ihr Lust habt, nochmal die unbesinnlichsten Weihnachtsfilme zu sehen, dann einfach hier klicken. Und hier unten gibt es noch einen perfekten Kurzfilm, der da heißt Jump and Clump. Happy New Year, schönes Silvester. Bis dahin, tschüss.